Hi YouTube, herzlich willkommen zu dieser Reaction auf Dave Night. Ganz kurze Vorgeschichte, er hat hier hochgeladen, ich zeige euch meine Wohnung. Dave Night ist ein YouTuber mit 180.000 Abonnenten ungefähr. Und ich kenne den Mann schon sehr, sehr lange. Also, ja, wir sind jetzt keine Freunde, aber ich würde schon sagen, so Kollegen, so Bekannte über YouTube. Wir kennen uns seit, lasst mich überlegen, seit 5 Jahren oder so. Haben jetzt auch vor ein paar Tagen auf Instagram wieder geschrieben, ist ein super korrekter Typ, ich gönne ihm den Erfolg, den er hat. Der macht halt so Fortnite-Videos und Fortnite-Content, also hier, ihr seht es hier, ganz typischen, normalen, guten Fortnite-Content. Schaue ich mir nicht an, weil mich Fortnite absolut nicht interessiert und euch wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe halt trotzdem die Verbindung mit ihm, ist ein absolut korrekter Typ und deswegen habe ich mir gedacht, ich reagiere mal auf seine Roomtour, weil die hat ja nichts mit Fortnite zu tun und das interessiert mich sehr. Der Typ ist jetzt in seine erste eigene Wohnung gezogen, macht YouTube hauptberuflich und sowas interessiert mich natürlich sehr. Deswegen, let's go! Herzlich willkommen hier zu einem ganz besonderen Video heute hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr bereits im Titel erkennen könnt, machen wir heute einmal die Room- und Setup-Tour. Denn ich bin jetzt circa 5 Wochen in meiner eigenen ersten Wohnung. Ist Macher. Sehr klein, aber sehr fein. Und Leute, ich würde mich sehr interessieren, was ihr von der Wohnung haltet, wie ihr die Wohnung findet, von der ganzen Einrichtung her, vom Gaming-Setup her. Deswegen gerne mal alles von in die Kommentare. Das Ding ist, ich glaube, er wohnt in München. Also er hat zumindest, als er bei seinen Eltern noch gewohnt hat, in München oder Umgebung so gewohnt. Ist halt arschteuer. Ja. Lass ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von meiner Wohnung seht. Ich bin so überbelichtet, aber egal. Lass uns hier mal einmal reingehen. Wir sind gerade im Gang. Ist ein sehr kleiner Vorgang. Aufenthaltsraum, es ist nicht viel Platz. Und Leute, hier geht es in den großen Raum erstmal rein, wo mein Setup steht, wo auch eine offene Küche integriert ist. Und ich würde sagen, Leute, lass mal hier reingehen. Okay. Ich finde sowas ultra spannend, so erste eigene Wohnungsvideos. Es sieht geil aus. Ich, also erstmal Premium, dass die Wohnung nicht kacke geschnitten ist, also sondern so fancy. Ich liebe das, wenn Sachen außergewöhnlich geschnitten sind. Und diese Decke hier so random rein und diesen schmalen Raum mit hier noch dem Vorsprung und so, sieht schon mal cool aus. So, wir sehen können, Leute, erstmal hier ein richtig großer, fetter Raum. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier Richtung Küche. Die ist hier ein bisschen offen. Hier erstmal schöner Esstisch, einfach so in den Bar-Style mit Barhocker. Ich mag es, wenn man aber auch beim Essen hoch sitzt. Aber ich würde sagen, auch mit den Sesseln hier wirklich sehr schön gehalten. Chat, mögt ihr das, wenn man beim Essen hoch sitzt? I don't know. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Nee, normal sitzen ist besser. Ein bisschen dunkler im Design. Und jetzt geht es hier auch schon zur Küche rüber. Und das ist dann wirklich ein bisschen eine längere Baustelle. Aber Endresultat, ich bin wirklich super, so happy damit. Ey, cool. Sieht ehrlich cool aus. Halt nicht so groß, aber hast du alles. Das Backofen, einen fetten Kühlschrank. Sieht süß aus in der Ecke. Oh, das ist das beste Müsli, Alter. So sympathisch, Dave. Oh mein Gott, ich liebe dieses Müsli. Die ganzen Küchenkästchen hier wurden alle neu foliert, alles in so einem dunkel, ja, grau, schwarzmäßig. Ich habe hier auch neuen Herd, neuen Ofen, alles reingemacht. Ja, was soll ich sagen, schöner Pfannen, Töpfe, alles drumherum drinnen. Hier oben Teller, Tassen, alles mögliche. Aber was ich absolut wirklich geil finde, ist unter anderem hier der Wasserkocher und dann der Toaster. Ja. Ich liebe Toast, ihr wisst, Sandwich, ne? Alter, ich auch. Ich liebe auch Toast. Das ist einfach so auf, keine Ahnung, alten Style gemacht, so ein bisschen so auf, ihr kennt es halt von alten Filmen, einfach so ein... Ja, weiß ich nicht, Dave. Weiß ich nicht, ob das alt aussieht. Aber gut. Alter Wasserkocher, extrem geil. Panik Boko, danke für dein Prime Sub. Wir haben noch nicht so viel gesehen, so Schlafzimmer und so macht ja auch viel Gemütlichkeit aus. Hast du Jay hier geschrieben? Ja, ich hau dann jetzt wieder ab, kein Bock auf die Scheiße hier, ciao. Jay, Digga, du hast jemandem Schnauze gesagt, ich hab dir gesagt, du sollst nicht Schnauze sagen. Und du bist beleidigt und gehst? Hä? Egal, na, vielleicht, sie wird sich schon beruhigen. Okay, boah, hätte voll Schiss zu filmen, was man aus dem Fenster sieht. True. Dave, Junge, du machst die Rolle hin runter. Safe hat nicht dran gedacht. Okay, er wohnt hier auf dem Dorf.
Das ist Dorf sein Vater. Guck mal, hier steht eine scheiß Scheune. Auch mal ganz kurz ein Sneak Peek hier in den Kühlschrank rein, Leute. Ihr kennt's. Super viel Essen. Bis. Okay, was hat der hier? Okay, er ist Lidl-Einkäufer. Super sympathisch. Sehe ich hier direkt am Logo und an dem Ding. Das gibt's nur bei Lidl. Okay, Cola, Red Bull, Apfelsaft ist das, glaube ich. Monte. Hier so Tomatensoße, Maultaschen und Ketchup. Mache, Alter, unten Lillet. Bisschen flüssige Nahrung, Red Bull, Cola, bisschen Monte-Joghurt, Leute, man kennt's, bisschen Tomatensauce. Da muss nicht viel drin sein, sonst bestelle ich mir was zu essen. Dann lass. Sorry, ich wusste nicht, dass du so reich bist und dir Essen bestellen kannst. Aber wenn ich mir das hier so angucke, dann sehe ich, dass du reich bist, mein Bester. Wir weitergehen zu dem vermutlich sehr interessanten Bereich, und zwar meinen Ey, Gaming. das sieht so geil aus, oh mein Genau, das ist Gott. auch der Bereich, den ihr immer in meinen Videos, in meinen So fett. Livestreams seht, auch vom hier im Hintergrund. Aber ich glaube, viele von euch wollen auch mal wissen, was denn so sich hier im Vordergrund abspielt. Quasi von meinem Ja. Gaming Setup. Und ich würde sagen, damit befassen wir uns direkt einmal. Und ich würde sagen, let's go. Sieht crazy aus. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Geil, Mann. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the. Digga, ich mach so ein Auge auf diesen verfickten Play-Button. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. Alter, ich will ihn so sehr. A6 all the hate. I won't get a ball today. Junge, dieser PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lüfter. Fick mich, Alter, was ist das? Lost in the ballin' age. I'm flippin' the balls, I'm flippin' the flippin' the flippin'. Bro, allein dieser PC kostet mehr als alles, was ich besitze. Das Einzige, was richtig reinscheißt, ist, dass die Monitore nicht auf derselben Höhe sind. Das ist das einzig Beschissen an dem ganzen Setup. Geil, Hallo Mann. Leute, hier, das ist soweit mein Gaming-Setup, wie ihr das sehen könnt. Ihr seht, Leute, auf entspannt. Einmal hier drei Monitore auf sehr entspannt. Hier, Leute, ist so ein bisschen mein Highlight Bro, von dieser meinem Setup. PC. Und zwar mein brandneuer Gaming-PC. Aber darauf komme ich gleich nochmal zurück. Zunächst mal möchte ich einmal bei der Firma. Ich glaube, der PC kostet mehr als mein ganzes Haus safe. Versus bedanken, die mir hier unter anderem zwei richtig geile Gaming-Stühle zur Verfügung gestellt. Quersus! Meldet euch gerne. Quersus, super geile Marke, Leute, extrem coole Stühle. Einmal hier so ein Stuhl in Lederoptik, also mit echtem Leder, ist extrem, extrem geil. In Lederoptik? Also mit echtem Leder. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Macht das super bequem. Hier nochmal richtig bequemer Stoffsessel, auch extrem geil, oder in so einem Schwarz-Blau-Ton. Habe ich schon damals zugeschickt bekommen von der Firma Quersus. Und wenn auch ihr zufällig Zöpfchen für Weihnachten irgendeine neue Schule braucht, Leute, gerne mal den Link in der Videobeschreibung abchecken von Ja, Quersus. checkt Quersus hat ab. unter anderem auch Gaming-Stühle oder auch sonstige Teile, die rund ums Gaming-Setup benötigt. Deswegen, wenn ihr Bock habt, Leute, mal sehr, sehr gerne an der Stelle abchecken. Hätte noch empfehlen, vor allem das Geile von dem hier sogar noch meinen Namen in das Kopfkissen mit. Ich dachte, ich habe gerade gelesen, Dave Miete, Junge. Eingraviert. Würde ich sagen, ist geil, Leute. Fühle ich extrem. Macht auch extrem Spaß hier. Wer filmt das Video, frage ich mich aber an der Stelle. Dave, hast du eine Freundin? Wann Leak? Wann Freundin Leak? Hier drauf zocken, Leute. Ihr seht, Leute, drei Monitore. Die zwei äußeren Monitore sind jeweils von Samsung 60 Hz. Und hier in der Mitte haben wir einmal einen Alien. Okay, das gibt mir mal ein bisschen. Normale. Setup juckt mich jetzt nicht so krass. Okay, welche Kamera hat der? Das interessiert mich. Sag mir doch welche! Ist in meinen Augen jetzt auch ohne Werbung oder sonstiges extrem geil. Ich liebe Sony als Streaming- und Aufnahmekamera. Ich habe die jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 2 oder 3 Jahren. Und wie gesagt, Leute, ist absolut Was ist denn das? Sony Alpha? Highlight und würde ich auf gar keinen Fall austauschen wollen. 2, 3, Ich 4? auch in der Keine Zeit Ahnung, sehr, sehr Mann. oft angesprochen worden bin, Wo sind die Kameraexperten im Chat? Was ist das für eine Sony? Sind hier unter anderem meine neuen LEDs. Das sind so Ja, sieht geil aus. extra Lights von der Marke Govee. Und auch Übel diese wurden cool. mir auf Ehrenbruderbasis zugeschickt. Bro, der bekommt alles zugeschickt. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben auch nur einen Arschtritt zugeschickt bekommen. Die Firmen kommen und schlagen mir die Fresse, wenn es hochkommt. Das ist ja respektlos, Dave Knight. Spaß sei ihm gegönnt, aber ich will. Bro, Aim Control. Der hat für jedes Piece in seinem Scheißding eine Werbung. Das Leute, kann ja nicht hier sein. ist ein Playstation-Stück. Wie ihr so einen Livestream seht, wir haben hier einmal zwei schöne Schuhregale mit am Start, hier einmal links und rechts. Und wenn.
Ich bin so ein unglaublicher Nicht-Schuh-Experte. Ich habe keine Ahnung, was da drin steht und mich jucken Schuhe so unglaublich wenig. Sieht aus wie Sony Alpha 6400, danke. Wenn ihr mal genaue Details zu meinen ganzen Schuhen haben wollt, dann würde ich sagen, ich schreibe gerne mal in die Kommentare. Da können wir entweder dazu noch ein extra Video machen oder irgendwie auf Instagram auch ein paar Bilder und Stories beantworten dazu. Hier in der Mitte habe ich jetzt noch ganz neu meine Nano, die ich davon damals aufgegangen habe. War noch schon im alten Gaming-Setup stolz vertreten. Und Leute, hier Cool. nicht zu vergessen, mein 100.000 Abonnenten Oh, Playmark. Junge, da geht mir einer ab. Leute, den habe ich durch euch bekommen, durch euren Support. Extrem schönes Schmuckstück, Leute, liebe ich. Und ey, sowas muss einfach hier fett im Raum stehen. Ja, das ist Ja, eine Mann. Trophäe, Leute, versteht ihr das? Ja, Mann. Ansonsten, Leute, war es das hier soweit eigentlich mit meinem Gaming-Setup gewesen. Wir gehen hier nochmal ganz kurz rein. Okay. Hier haben wir einmal einen Spiegel, Leute. Ihr wisst einfach, um Outfits-Check zu machen, einfach kurz zu checken. Ey, Ja, bringt eh nichts die Scheiße aus, Dave. Müssen wir uns hier nichts vormachen, komm. Leute, wie sieht man aus? Weil hier Ich wette, die scheiß Klamotten hat er auch noch zugeschickt bekommen. Und immer scheiße Der aussehen. Wichser. Hier noch mal einmal meine Controller-Sammlung mit am Start. Da sind noch ein paar andere Scuf-Controllers. Okay, er hat doch keine Freundin. Keine Frau geht in die Wohnung rein und geht mit ihm ins Schlafzimmer, wenn er da eine Controller-Sammlung hat. Von der Firma Das Aim Ding ist Controllers, durch. auch wieder damit beim Logo integriert, Leute, extrem geil. Auch nochmal ganz kurz für liebe Geräte aus an Aim Controllers. Hinter der Tür vorne haben wir einmal das Badezimmer, ist auch sehr klein gehalten. Und das ganze Badezimmer hier in einem schönen schwarzen Möbelstil gehalten. Ich liebe Badezimmer im Schwarz. Eine Badewanne mit dabei, Leute. Klar, eine Dusche wäre auch an sich ganz geil, aber auch mal so Badewanne, Leute, einfach mal einstellen. Das Ding ist, die Badewanne ist größer wie normale und in die Badewanne passt tatsächlich auch rein, ohne dass meine Füße irgendwo rausstehen. Deswegen auch super Cool. bequem. Aber sonst, Leute, ja, ist halt ein Badezimmer. Was soll ich sagen? Ich kann auch noch euch eine Scheiße auszeigen, aber Leute, ihr kennt Ja. jeder Wohnung gleich. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Raum und zwar Boah, ich hätte gerne die Toilette gesehen. Kannst du es bitte auf Instagram nachreichen, Dave? meinem Schlafzimmer. Das ist hier einmal mein Schlaf. Cool. No joke, ich feiere das mit der Decke. No joke, die Decke ist in der ganzen Wohnung cool. Diese Dachschräge ist ehrlich nicht schlecht. Schlafzimmer, Leute, auf sehr gemütlich gehalten. Hier habe ich mir ein neues Bett gestellt, Leute, weil ja, ich finde einfach, ein Bett ist eine Sache, das kauft man sich einmal und hat man ein gewisses halbes Leben lang, Leute. Und Schlaf ist aber das Wichtigste. Deswegen, Leute, hier extrem geiles Boxspringbett, Leute. Ich liebe es. Ist 1,80 Meter auf 2 Meter breit. Also, da kann ich auch mal auf entspannt den Die eine oder andere Chaya mit einladen, sagst du. Seestern machen. Hier haben wir noch mal einmal meinen Kleiderschrank, beziehungsweise meine Kleidergarderobe, wie man es auch nennen will, am Start. Die Lampe da ist cool, nice. Ich liebe das, wenn die T-Shirts einfach offen hängen und dann einfach hier aufentspannen, seine Sachen herausnehmen. Ich liebe es, wenn die T-Shirts extrem verstaubt sind, wollte er sagen. Aber auch wieder auf gemütlich, aber reinhängen, Leute, ich bin ein echter Fan davon. Hier unten hängen noch ein paar weitere Hoodies und so, liegen da zusammengelegt, bisschen aufentspannti. Aber ja, Leute, was soll man sagen, ist aufentspannt. Aufentspannti. Bro, wie oft willst du noch sagen, aufentspannt? Also von hier haben wir noch dann meinen Fernseher mit am Start, habe ich mir auf Amazon Cool. bestellt, bei Black Aufentspannt. Friday, ein super geiles Angebot. Aufentspannt. Aber ganz kurz erwähnen, will vorne hier einmal diese Lampe da oben, weil viele mich immer fragen, so ey, was soll dieses Gerät da oben? Und Leute, Safe für diese Hintergrundbeleuchtung. Könnt, habe ich an meinem Fernseher eine ambiente Beleuchtung und das Ja. passt sich farblich in meine Bildschirmwand. Ihr seht gerade hier, ne, ist gerade so ein bisschen pink und dann ist auch hier die Beleuchtung quasi pink. Hier ist es blau, Cool. hier außen blau und glaubt mir, Leute, wenn ihr dann abends in der Nacht irgendwie Fernsehen schaut, das macht so eine krasse Stimmung, Leute. Es gibt auch noch mal viel mehr Vibes so irgendwie in dem Film oder so mit. Diese Kamera könnt ihr jetzt auch mit meinem Code DaveKnightXY holen. Ist, und das Ganze ist, wie gesagt, auch von Gubi. Deswegen. Digga, es war so klar. Falls irgendwas an Beleuchtung braucht, Leute. Wirklich, glaubt mir, das Gubi ist vom Preis-Leistung her wirklich mit die beste. Das glaube Ja. ich, kennt auch jeder, ist mal super. Govi sponsert mich Super los. angenehm, super gemütlich. Und deswegen habe ich mir damals noch eine Xbox geholt. Hier raus ist an der Stelle jetzt noch ein Balkon. Den will ich jetzt aber nicht zeigen, weil man aber dann unter anderem sieht, ah, okay, wo ich wohne und so weiter. Deswegen vorher kann ich hier euch noch einen schönen Balkon vorstellen. Ein kleines Highlight geht jedoch noch ab, bevor wir hier die Roomtour abschließen. Und zwar, wir haben ein integriertes Wellness-Haus und da ist unter anderem ein Whirlpool und eine Sauna mit dabei. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen einmal ganz kurz raus und schauen uns das Ganze einmal an. So, Freunde, wir sind jetzt hier eben einmal im Außenbereich. Hier ist einmal ja, der Wellness-Bereich mäßig. Digga, der hat einen Kack-Wellness-Bereich, will der mich komplett verarschen? Wir sagen das auch mal ganz kurz hier auf. Hier ist einmal zumindest Auf gemütlich, Bro, was ist das für eine Sprache? Wie redet er? Spannend, Leute, ein bisschen, ja, nachdem man irgendwie Wellness hat, einfach ein bisschen zum Entspannen und Ausklingen. Auf auch entspannt. Ein geiler Fernseher mit einer sehr coolen Wandhalterung. Ich kann das hier auch einmal komplett vorbewegen, Leute, alles drumherum. Hier in der Ecke ist nochmal ein kleines Highlight und zwar hier ist eine einmal Sauna. Eine Sauna. Ich weiß, die Sauna werden jetzt wohl von euch noch nicht zu viele Leute gehen, aber vor allem, wenn man älter wird, so wie ich, dann ist das ein sehr entspannter Ort, Leute. Digga, du bist gestern 12 geworden.
Und spielst den ganzen Tag Fortnite. Was für Sauna, gib mir die Sauna. Schwitzen und so. Vor allem im Winter ist eine extrem, extrem geile Sache. Ist ein entspanntes Ding, Leute. Ich würde sagen, lass uns aber noch kurz den Whirlpool anschauen. So, jetzt kommt Whirlpool? Der spannendsten Part, und zwar zu dem Whirlpool. Wie gesagt, hier mein Pfand ist zugestellt vorne, weil jetzt noch zu warm für den Whirlpool, weil jetzt dann erst der Winter losgeht. Aber ich glaube, vorne, wenn es draußen irgendwie minus 1, 2 Grad hat, wie auch immer, und dann hier auch entspannt im Whirlpool sitzt. Und der Whirlpool komplett zugefroren ist, macht's übertrieben Bock, sich auf die Eisfläche zu setzen. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Ich liebe Whirlpool an der Stelle. Insgesamt passen hier auch vier Leute mit rein. Ist super nice, die Beleuchtung auch mit dazu. Und wenn ihr wollt, kann ich auch dann mal in Zukunft, sobald der Whirlpool dann läuft und angeschlossen ist alles drumherum, auch euch dann zeigen, wie das Ganze aussieht. Wenn ihr wollt, drei von euch können wir mal vorbei. Ja, Mann. Bitte mach ein Video aus dem Whirlpool mit drei Fortnite-Skins zusammen. Das ist zu viert mal auch entspannt. Einmal reinsetzen. So, Freunde, das war's hier soweit mit der Room- und Setup-Tour gewesen. Bin noch Ey, sei dir gegönnt, Dave. No joke, von Herzen, ich gönn dir alles. Junge, ist das deprimierend. Seine erste eigene Wohnung ist krasser als das Haus meiner Eltern. Ja, das sieht auch krasser aus als alles, was ich je besessen habe. Aber der Mann ist halt ein erfolgreicher Fortnite-Spieler. Der Mann hat 180.000 Abonnenten. Der hat halt einfach die letzten Jahre durchgezogen. Mit Social Media. Also gebt mir mal, wie alt ist der? Ich glaube, der ist so alt wie ich, 21. Gib mir mal 2 Jahre, dann habe ich auch so eine Wohnung, okay? Und dann 4 Jahre, dann habe ich so eine, habe ich ein eigenes Haus. So nämlich. Wenn ihr alle schön immer meine Streams schaut und meine Videos schaut. In dem Sinne, lasst lieber bei Dave Knight da, lasst ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Er ist halt ein Macher, guckt euch das mal an. Guckt euch allein diesen PC an. Real Talk, der PC kostet 6.000 Euro, sag ich so, um den Dreh. Geschätzt jetzt. Das ist verrückte Scheiß.